Okay. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Ich erzähle Ihnen heute ein Thema, was mich seit einigen Jahren beschäftigt und wo ich die Gelegenheit hatte, das in unserer Firma anzuwenden. Und so gesehen gibt es nachher auch zum Abschluss halt so ein Praxisbeispiel, was wir momentan von dieser Technik halt anwenden. Ich bin am Forschungszentrum Jülich beschäftigt. Wir haben auch draußen einen Stand. Und unser Campus, auf unserem Campus, das ist fast wie so eine kleine Stadt. Wir haben eigentlich alles, 5.900 Mitarbeiter. Also wir haben demnächst auch unser eigenes Heizkraftwerk. Also wir haben unseren eigenen Supercomputer und halt sehr viel IT-Landschaft. Und wir haben Kernthemen, die wir halt erforschen und deswegen halt auch in allen Instituten IT-Mitarbeiter. Ich bin am Institut für Atmosphärenforschung dort tätig. Ich habe aber auch Hobbys, wie zum Beispiel habe ich mit Peter Hecker von der GFU Cyrus AG das Python Camp ins Leben gerufen. Und wir sind jetzt seit 10 Jahren in der GFU und haben jedes Jahr ein schönes Python Camp da. Dann aufgrund meiner Python-Aktivitäten bin ich Fellow der Python Software Foundation geworden. Ich bin im Python Software Verband, also das deutsche Äquivalent für die Python-Programmiersprache. Und habe mich, weil ich mit so viel Open-Source-Sachen zu tun habe, der Open-Source-Initiative angeschlossen. Dieser Vortrag, der erinnert mich auch viel an meine Jugend zurück. Oder wir als Kinder, wir sollten eigentlich immer viele Sachen als Kinder betrachten, was wir gemacht haben. Nämlich, es ist eigentlich so, wenn wir auf die Welt kommen, dann sind da schon Strukturen. Also wir wachsen auf in diesen Strukturen. Und wir lernen in diesen Strukturen laufen und wir finden diese Strukturen prinzipiell auch gut und richtig, weil wir keinerlei andere Möglichkeit haben, erstmal zu vergleichen. Also wir entwickeln uns in diesen Strukturen und manche von uns können manchmal diese Strukturen verbessern. Und das haben wir schon gesehen. Und zum Beispiel, ich gehe auf die Softwareentwicklung ein. Von 1970, ich bin ein paar Jahre vorher geboren worden. Software gab es auch schon vorher, aber das zeigt halt, wie die Dinge sich entwickeln können. Quellcode von Software wurde am Anfang weitergegeben, weil man einfach stolz war, was man damit machen konnte. Und man wollte seinen Kollegen begeistern und ihm die Möglichkeit geben, das nachzuvollziehen. Das hat bis 1980 gut funktioniert. Und da ist eine andere menschliche Eigenschaft zum Tragen gekommen, dass man erkennt, dass man mit Software Geld verdienen kann. Und das hat zur Einführung der proprietären Lizenzmodelle geführt. Dann am MIT war Richard Stallman, der damit äußerst unzufrieden war und überhaupt nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und er hat das einzige Richtige getan. Er hat 1983 das GNU-Projekt gegründet. Im gleichen Jahr erschien die GPL. Wir wissen heute, welche Bedeutung die GPL für die Open-Software-Landschaft hatte. 1992 ist das Betriebssystem, was dem GNU-Projekt fehlte, unter die GPL-Lizenz gestellt worden. Und 1992 ist halt Linux unter die GPL gestellt worden. 1998 haben so große Firmen wie IBM gemerkt, Linux, das funktioniert. Sie konnten sich nicht vorstellen, warum das diese Beliebtheit hatte, aber sie haben gemerkt, das wird nicht einfach klein zu kriegen sein. 1998 war auch das Jahr, wo für die Unterstützung der Open-Source-Bewegung die Open-Source-Initiative gegründet wurde. Die Free Software Foundation, das Pendant in Europa 2001. Und 2004 hatte Google erkannt, wie viel Geld man in der Zukunft mit Open Source verdienen kann und dass es ihr Interesse ist, die Open Source Bewegung zu unterstützen. 2004 wurde zum Beispiel das Open Source Program Office gegründet. Heute haben alle großen Firmen so etwas. Microsoft hat sowas, Twitter hat sowas, VMware hat das. Und die haben aber ein Programm aufgelegt, wo sie durch den Google Summer of Code jährlich Studenten in die Open-Source-Projekte einführen und diese dafür bezahlen. Und die machen nichts anderes, als Open-Source zu schreiben. Also Code, der sowieso jedem gehört.
2013 hat die Python-Community ihren Code of Conduct veröffentlicht und auch durch das Board halt abgesegnet. Und das ist ein Mindset. Das Python ist halt sehr bekannt auf der Welt und dieses Mindset wird für eine diverse Community halt transportiert und lässt einfach eine sehr offene Zusammenarbeit zu. 2016 haben Business Magazines festgestellt, Open-Source-Produkte sind allgegenwärtig. Wir sehen also diesen Einfluss, wir laufen irgendwo los, es entstehen Entwicklungen und einzelne Persönlichkeiten sind in der Lage, große Veränderungen zu bewirken. Wir konnten deswegen so gut laufen, weil es das Internet gab. Und das Internet hat auch heute, oder steht sich Gefahren gegenüber, reguliert zu werden. 1996 war das bereits einmal so. Da gab es eine Veränderung im Telekommunikationsgesetz in den USA. Und John Perry Barlow hat dann die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace in Anlehnung der Freiheitserklärung der Amerikaner, Unabhängigkeitserklärung, geschrieben. Und es enthielt einfach solche wichtigen Informationen wie: das Internet befindet sich außerhalb der Grenzen jeglicher Staaten. Und es ist ein Raum außerhalb auch der körperlichen und materiellen Welt. Und er wies auch einfach die Regierbarkeit zurück, weil die Regierten dem nicht zustimmen. Und das Internet war für uns aber die Kommunikationsplattform, dass solche Sachen wie der Linux-Kernel überhaupt so entwickelt werden konnten. Und natürlich auch Emacs und die anderen GNU-Projekte. 1997 war dann das Jahr, wo der Essay von Eric Raymond auch veröffentlicht wurde, die Kathedrale und der Basar. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus diversen Quellen. Er hatte sich damit auseinandergesetzt, weil er verstehen wollte, warum Open Source überhaupt funktioniert. Und er hat diese beiden Modelle verglichen und hat halt gesehen, was wir alles kennen, auch durch die hierarchischen Strukturen, die wir heute auch noch von Unternehmen können. Also diese Kathedrale, wie halt in den proprietären Softwareprodukten Software entwickelt wird. Man hat halt eine Gruppe von Spezialisten, die unter sich zwar alle diese Software haben, aber diese nach einem Bauplan bauen, schreiben und erst relativ spät halt den eigentlichen Interessenten, den Kunden einbinden. Und dann, wenn es halt Änderungen bedarf, dann braucht man einen neuen Bauplan oder man nennt das heute halt Change Requests oder in dieser Art. Und er hat dann halt auch geschaut, wie Linux entwickelt wird und hat da festgestellt, es gibt eigentlich nur Interessierte, die in einer gewissen Selbstorganisation zusammen an dem Quellcode für sich arbeiten und aber zu jeder Zeit die Software einfach ausprobieren und weiter einbinden können. Und alle sind irgendwie in der Lage, darauf Einfluss zu nehmen. Und da war auch schon dann der Gedanke entstanden, die Software, die unter diesem Gedankenmodell entwickelt wird, die hat gar kein Fertigkeitsdatum, weil jeder zu jeder Zeit seine Verbesserungen einfließen lassen kann. Und dort wird einfach der Benutzer von vornherein als der Mitentwickler gesehen. Dieses Modell halt 1980, dass sich da die proprietäre Anschauung halt, dass man Software vermarkten kann, das liegt, dass da jemand auf die Idee kam, das liegt daran, dass wir in einer heutigen Zeit, also heute auch noch, in einer leistungsorientierten Weltanschauung sind. Die Weltanschauungen, die entstand vor 300 Jahren und in dem heutigen Modell werden wir zunehmend als menschliche Ressourcen in einer Organisation als Maschinen gesehen. Und auch in diesem Modell ist das halt so, dass alle unsere Firmen, die halt danach organisiert sind, die haben halt, dass man Veränderungen planen muss, Entwürfe ausarbeiten und dann halt nach einem Plan umsetzen muss. Und als das entstanden ist, dieses Modell, war die Annahme, dass Rohstoffe unbegrenzt sind. Dass man halt, und das hat in der auch zu Erkenntnissen geführt, diese Weltanschauung hat die Innovation
uns gebracht, die Verlässlichkeit und das Leistungsprinzip. Und das wird halt immer noch zunehmend perfektioniert. Und halt, dass dann halt Software wurde ja auch innerhalb dieser 300 Jahre entwickelt. Das ist halt auch eine Innovation, genauso wie andere Dinge, die wir im täglichen Gebrauch haben. Hier dieses Bild, das symbolisiert halt die Linienstruktur. Das heißt, wir haben eine Verästelung, also man nennt das auch pyramidale Struktur. Das Basar-Modell im Vergleich dazu, das hat nicht diese Strukturform, dass es Entscheider gibt, die dann die Entscheidungen weiter teilen und dann hinterher Arbeitskräfte, die das dann umsetzen, aber nicht entscheiden dürfen. Dort ist das vorherrschende Modell halt, dass man eine Führung ohne Zwang hat und dass sich alle Beteiligten, die da mitmachen wollen, selbst organisieren. Also man kann vorher gar nicht festlegen, wer dann eigentlich irgendwas macht, sondern das ist selbst organisiert. Und die Aufgaben, die sie sich dann nehmen, das machen sie in dem Pull-Prinzip. Das heißt, man hat einen Aufgabenkatalog und da, das nennen wir Issues in der Softwareentwicklung, und die Leute, die mitmachen, die entscheiden einfach, was sie davon bearbeiten wollen. Und durch das Internet und die verwendeten Werkzeuge ist das sehr transparent, was gemacht wird, und dadurch entsteht auch eine soziale Kontrolle. Nämlich man kann beurteilen, wie gut das ist, wie jemand sich einbringt, wie schnell er diese Issues bearbeitet, welche Ideen er in Issues dokumentiert und was er alles macht. Also das gibt dann so gesehen eine Resonanz in der Community, sodass man sieht, welche Eigenschaften die Beteiligten haben. Das Ganze ist sehr flexibel und so wie das Ganze geplant ist, geht das auch noch iterativ. Das heißt, man erkennt, da muss was geändert werden, dann wird es geändert und vielleicht muss es danach nochmal geändert werden. Das nennt man halt diese inkrementelle Vorgehensweise. Dieses Modell im Vergleich zu der Linienstruktur hat einen sehr, sehr geringen bürokratischen Aufwand und hat auch kaum Regeln, weil halt im Prinzip jeder, der was machen will, kann was machen und es gibt halt nur halt die Frage, wird es zusammengeführt? Jetzt einen Begriff gibt es einfach dafür, wenn wir von Selbstorganisation treffen, dann ist das in der Regel Soziokratie. Das ist nach Wikipedia einfach die Organisationsform, mit der verschiedenste Organisationen konsequent Selbstorganisation umsetzen. Und ja, der Text ist noch ein bisschen länger. Und das ist nämlich auch wichtig, die Mitglieder einer Organisation entwickeln Mitverantwortung. Und das merken wir auch bei den Open-Source-Projekten, die wir betreiben, dass die Leute, die sich da einbringen, sehr daran interessiert sind, dass das Problem, was sie erkannt haben, auch gelöst wird. Jetzt mal einfach versucht, so einen Transport zu machen, wenn wir sagen halt, was sind denn so gängige Prozesse und Praktiken in der Soziokratie? Dann haben wir einmal dieses pyramidale Konzept, gibt es nicht. Wenn wir Gruppen haben, dann bilden die Kreise. Und wenn wir Kreise haben, die Interessen eines anderen Kreises berühren, dann wird da eine Doppelverbindung geführt. Das heißt, Mitglieder von einem Kreis sind in dem anderen Kreis. Und wenn wir Aufgaben vergeben, dann werden wir das mit Rollen machen. Und die Rollen, wie die Inhalte der Aufgabenstellung oder der Verantwortung, das wird gemeinschaftlich zusammengetragen und in der Rolle verankert. Und das sind dann zum Beispiel so Topics, was man da und daran schreiben kann. Aber das wesentliche Punkt ist die Konsensentscheidungsfindung. Das bedeutet nämlich, die Entscheidung ist in dem Moment getroffen, wenn nichts mehr dagegen spricht. Man fragt also, gibt es einen Einwand, dass wir diesen Merge-Request machen? Das fragt man sich, wenn der Merge-Request kommt. Man vergleicht, ist der Inhalt kompatibel zu dem Issue? Und wenn man das ist, die erste Frage ist kompatibel, dass mit dem Merge wird das Problem gelöst, es gibt keine Fragen. Oder es gibt vielleicht die Fragen,
Jetzt hat einer unserer Tests angeschlagen, da muss noch etwas mehr gemacht werden. Also teilt man mit, ich habe einen Einwand, da muss noch etwas mehr gemacht werden. In der Regel wird der Code verbessert, man stellt sich die Frage wieder, es gibt keinen Einwand, also mergt man das. Und das ist eigentlich genau der Punkt, den wir haben, diese Verbindung. In Soziokratie gibt es keine demokratischen Abstimmungen. Es gibt, also man muss nicht die Meinung eines anderen ausschließen. Bei der Entscheidungsfindung kann man Einwandintegration betreiben. Das heißt, wenn man jetzt bei einer Rollenbeschreibung zum Beispiel sagt, zu deiner Verantwortung gehört, auch Kaffee zu kochen, dann kann derjenige dem widersprechen, sagt, da habe ich einen Einwand gegen. Dann würde man das aus der Rollenbeschreibung rausnehmen und danach gäbe es keinen weiteren Einwand und dann würde das einfach gelten. Das heißt, man müsste jetzt nicht mit sagen, wir haben die Mehrheit, 30 Leute wollen aber, dass du Kaffee kochst, dann wäre der ja sehr unzufrieden. Also ist das auch sehr konfliktfrei, weil man einfach aufeinander zugeht und dann die bestmögliche Lösung trifft. Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich hier Theorie aufgebracht, gibt es eigentlich schon Unternehmen, die in Selbstführung Profit machen? Das haben sich, und hier also nochmal als Vergleich, wenn man sich die Formen anschaut, also wir haben einmal halt die Hierarchie, da ist es einfach so, die Entscheidungsmacht ist in, oder auch die Kompetenzen sieht man in einer vertikalen Reihung und die Anzahl der Personen nimmt von unten nach oben ab in diesen Ebenen. Und das bedeutet dann auch, dass natürlich die Funktion, Kompetenzen, Verantwortung von unten nach oben zunimmt. Das ist das Prinzip von Hierarchie. Soziokratie oder das, was im Basar verwendet wird, bedeutet, wir haben eine kollektive Führung auf Augenhöhe. Alle sind in der Sache des Bearbeitens des Themas gleich. Es gibt keine Hierarchie. Und die Entscheidungen werden dort getroffen, wo das Wissen vorherrscht. Also man muss das Wissen nicht übersetzen in die nächste Ebene, um da eine Entscheidung zu bekommen. Und das Ganze fördert dann Verantwortung und Engagement. Jetzt 2015 ist ein sehr interessantes Buch erschienen. Und ein Belgier, Frédéric Laloux, hat Unternehmen analysiert. Und er hat das aus seiner Sicht, ich möchte wissen, ob es Unternehmen gibt, die eine andere Weltansicht haben. Er hat das evolutionäre Weltansicht genannt und hat festgelegt, diese Unternehmen, die müssen Selbstführung praktizieren. Also weg von dieser hierarchisch-bürokratischen Struktur zu verteilter Autorität. Und Ganzheit, das heißt, Mitarbeiter der Firma, die arbeiten nicht nur genau in der einen Funktion, wo sie eingestellt worden sind, sondern sie können sich mit ihrem ganzen Können und Wissen, was sie aus anderen Bereichen erworben haben, in die Firma einbringen. Und evolutionärer Sinn nennt er den Umfang, statt halt einen 20-Jahres-Plan zu machen und die Zukunft also vorherzusagen, wie sich das alles zu entwickeln und dann in kleinen Schritten zu kontrollieren, wie man seine Firma dahin bringen möchte, soll es genau umgekehrt sein. Man hört, wie sich die Firma, also in die Firma hinein, in die Umgebung rein und schaut, wie sich wohl die Firma entwickeln sollte, damit sie sich an den Markt anpasst. Und dann hat er gesagt halt, ja, wenn ich nicht alle diese Topics finde, also sollte mindestens einer dieser Topics in diesen Firmen vertreten sein. Dann hat er geschaut und hat dann festgestellt, da gibt es sehr viele Firmen, die schon so funktionieren und hat weitere Kriterien eingebaut. Die Firmen mussten schon 5 Jahre da sein und 100 Mitarbeiter oder mehr. Aber es war jetzt egal, ob es jetzt Firmen aus dem Krankenhausbereich sind, ob es Banken sind, ob es Energieträger sind. Und auch da hat er dann eine größere Schnittmenge gefunden. Und überraschend war für mich, dass es Firmen gibt mit 9.000 Mitarbeitern, die mit Selbstführung funktionieren. Und die sind halt so erfolgreich, dass dann
die Konkurrenzfirmen ihre Arbeitnehmer verlieren, weil die alle bei dieser Firma in diesen Freiheiten arbeiten wollen. Er hat vor allen Dingen auch bei dieser Recherche eine Firma gefunden, nämlich die Firma Holacracy, die diese Methodik der Soziokratie in einem proprietären Modell vermarktet, und halt Firmen können da halt Trainings absolvieren und dann ihr Unternehmen nach diesem Holacracy-Soziokratie-Muster umstellen. Aber zur Entwicklung einfach, wir haben halt die Demokratie. Die Quaker, die haben durch ihre Meeting Practice das Consent-Verfahren entwickelt. Die waren nicht damit einverstanden, dass man bei Demokratie mit einer Mehrheit eine Macht über eine Minderheit hatte und das Wissen aus der Minderheit verloren geht. Die haben diese Einwandsintegration in ihre Meetings halt eingebaut und haben halt schon anders entschieden. Dann ist Herr Kees-Böck, der ist auf die Idee gekommen, eine Schule nach diesen Verfahren der Selbstführung zu organisieren und dort auch dort Soziokratie zu unterrichten. Dann im Laufe der Zeit sind natürlich andere Techniken wie Cybernetics und Engineering dazugekommen. Und Gerard Endenberg aus Holland, der hat bei der Übernahme von der Firma von seinem Vater die demokratischen Verhältnisse in der Firma nicht gut befunden, hatte aber das Wissen, weil er in der Schule von Kees-Böck war, wie Soziokratie funktioniert und hat dann sein Unternehmen umgestellt, damit es halt ja, in seinen Augen demokratischer funktioniert. Dann hatten wir Soziokratie 2, dann war Brian Robertson, der den Wert, wenn Unternehmen so arbeiten, erkannt hat und auch gleichzeitig gesehen hat, dass das natürlich vermarktbar ist, dann die Techniken weiterentwickelt und dann als Holacracy, also mit Copyright, angeboten. Und das haben viele Firmen, schicken halt ihre Mitarbeiter, die, wenn sie ihre Firma offener gestalten wollen, halt zu seinen Vorträgen. Und dann versuchen sie halt in einem Rutsch direkt diese Firma halt nach Soziokratie umzustellen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile und das hat dazu geführt, dass später Bernhard Bockelbrink und James Priest, die haben sich dann nochmal mit den von 2.0 die Inhalten beschäftigt, mit dem, ist gut an Holacracy, was sollten wir besser machen. In der Zwischenzeit haben die Softwaretechnik hat Agile entwickelt, die Lean ist halt gängiges Fertigungstechnikmanagement und die haben diese Dinge einfließen lassen. Und deren Unterschied war halt, es ist nicht sinnvoll, anzunehmen, ein Unternehmen ist so wie ein anderes Unternehmen und wir können einfach eine Blaupause nehmen, so wie Holacracy das macht und dann das Unternehmen umstellen, wenn das in dem einen Unternehmen so funktioniert. Und die sind auf die Idee gekommen, wir müssen das wieder open sourcen und haben das gesamte Wissen unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Es ist alles im Web und es ist ein Git-Repository und man kann sich da halt bedienen und kann vor allem im Sinn eines Baukastens die Dinge herausnehmen, die man braucht oder nutzen möchte, um seine Firma weiterzuentwickeln. Und man muss nicht alles auf einmal machen. Also es sind noch weitere Dinge halt eingeflossen, halt, nämlich Lean Management. Ich weiß nicht, wie viele jetzt damit vertraut sind. Ich möchte einfach so ein paar Dinge sagen halt. Die Idee ist halt dabei, Toyota hatte das entwickelt nach dem Krieg. Sie hatten halt sehr große Schwierigkeiten, Wertstoffe für die Entwicklung von Technik halt zu verwenden und haben halt dann die Idee gehabt, wir müssen einfach Werte ohne Verschwendung schaffen und haben dann so gesehen den Produktionsprozess auf den Kunden orientiert. Also was, wenn der Kunde etwas braucht, wie muss der Ablauf sein, was an Wertstoffen braucht man, Fertigungstechniken und dahin das optimiert. Das heißt, und dann,
wenn sie gefertigt haben, dass das in einem Stück ohne Unterbrechung stattfinden kann. Das ist das Flussprinzip. Und das Pull-Prinzip halt, genau das erst dann zu machen, wenn der Kunde auch das Produkt will. Und das alles halt auch weiterhin zur Perfektion gebracht. Und das ist halt auch eine Weiterentwicklung, einfach weil wir in dieser Funktion sind, dass wir in unserer Weltanschauung halt zur Perfektion streben und halt Innovationen haben, die wir halt auch vermarkten möchten. Agile, das ist etwas, was uns sowieso liegt. Wir planen halt unsere Produkte, Prozesse und Leistungen iterativ. Dadurch können wir einfach sehr schnell reagieren. Und vor allem, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, Gesetze oder irgendwas, dann sind Agile, können wir halt sehr schnell einfach uns anpassen. Und auch dieses iterative Arbeiten, wo wir quasi uns selber und auch den Nutzer ständig als Mitentwickler sehen, das gibt uns einfach die Möglichkeit, sehr frühzeitig Fehler zu bemerken und dann auch sehr zeitnah zu korrigieren. Wenn man heute halt einfach sagt, einfach deswegen, weil wir halt jetzt mehrere Soziokratie-Modelle parallel haben, dann haben wir einfach Varianten. Und die alle sind Soziokratien, die haben alle das Kernelement, dass sie keine Hierarchie haben, dass sie in Kreisen organisiert sind, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Und dann gibt es kleine Unterschiede halt. Und dann ist SKM heißt soziokratische Kreismethode. Holokratie ist jetzt die deutsche Übersetzung von dem englischen Wort. Und ich beschäftige mich dadurch weiter halt mit Soziokratie 3, weil das haben wir dann auch in der Firma genommen. Ja, im Hintergrund, ich habe es extra blass gemacht, das seht ihr halt im Endeffekt aus dem Baukasten die einzelnen Elemente, die man dann auswählen kann, wenn man sie anwenden möchte. Und das ist einfach so, wie wir, also einfach eine Sammlung, und zwar von prinzipienbasierten Mustern für Zusammenarbeit. Und sobald man mit mehr als einem Muster arbeitet, merkt man, dass sie sich gegenseitig verstärken. Also es ist so aufgebaut, dass man halt dann auch selber an diesen Mustern lernen kann. Und ja, hauptsächlich ist das so, dass man halt dadurch partizipativ und effektiv gestalten kann. Und alles, weil man halt alles auf Augenhöhe betrachtet, kann man auch die kollektive Intelligenz einer Gruppe ansprechen. Dann dadurch, dass man halt die Entscheidungen trifft, wo auch das Wissen ist, fördert man das Verantwortungsbewusstsein und auch die Verbindlichkeit. Und durch diese Veränderung halt auch der Denkweise hat man da schon automatisch einen Transformationsprozess in Gang gebracht. Und damit halt jeder von diesem Wissen profitieren kann, ist das halt unter Creative Commons, Free Culture License. Und ja, bei S3 haben wir jetzt nicht 4 Basisprinzipien, sondern 7 Kernprinzipien. Und Consent, ich fange mal von so in dem Kreis rauf, bedeutet halt, wir können sofort handeln, wenn es keinen Einwand gibt. Das heißt, schneller geht es gar nicht. Also wir müssen nicht noch jemand anderen fragen, weil wir sind zuständig, wir haben das Wissen, also können wir handeln. Gleichstellung bedeutet, trotz möglicher Hierarchieebenen sind alle auf Augenhöhe für die Thematik, für die man dann arbeitet. Jeder kann sein individuelles Wissen einbringen, aber es gibt keine Hierarchie. Bei uns wirkt sich das zum Beispiel aus, wenn unser Vorstand mit in dem Meeting ist, dann argumentiert er genauso wie alle anderen und wir versuchen einfach die beste Lösung zu finden. Und Verantwortlichkeit bedeutet einfach, handle einfach, wenn es erforderlich ist und mach das, was auch du vereinbart hast. Das ist dann aus der Rollenbeschreibung zum Beispiel ableitbar. Und kontinuierliche Verbesserung, das kommt jetzt auch durch Lean halt, das bedeutet einfach eine inkrementelle Veränderung. Schau, was kannst du im Unternehmen besser machen, auch an den Prozessen. Und das ist halt ein empirisches Lernen.
Transparenz. Alle Informationen sind für jeden im Unternehmen dann verfügbar. Effektivität bedeutet halt etwas, was wir auch im Open-Source-Bereich sehr gut kennen. Wir gehen ja in inkrementellen Schritten vor. Das heißt, alles muss nur für den aktuellen Kontext passen. Wir müssen nicht überlegen, was passieren würde, wenn wir das in 10 Jahren immer noch anwenden. Also wir sagen einfach, es ist gebunden bis zur nächsten Evaluation, also bis zum nächsten Schritt oder bis der nächste Einwand kommt. Und das erhöht einfach drastisch die Effektivität. Und Empirismus sagt einfach, wir reagieren auf Fehler, also wir lernen durch Fehler und Feedback. Also wir machen Experimente, schauen, was passiert und dann gehen wir weiter, sodass wir da auch in Verbindung mit Effektivität einfach nicht eine unglaublich lange Zeitspanne planen müssen für alles Mögliche, was schiefgehen könnte, sondern wir gucken nur, ob es jetzt für den Moment gut genug ist und dann können wir anfangen. Ja, diese Pattern, von denen ich gesprochen habe, die sind so nach so einem Katalog aufgebaut. Hat zum Beispiel, wie man klare Vereinbarungen macht, Organisationsentwicklung, Arbeitsorganisation und kann dann, es gibt glaube ich mittlerweile über 70 davon und die sind dann in einer Weise aufgebaut, weil wir Entwickler, wir sprechen, kennen ja sowieso aus der Objektorientierten, wie Pattern aufgebaut sind oder können Diagramme halt entsprechend lesen und können das dann halt auch übersetzen. Und jetzt, ich hatte in der Soziokratie gibt es Begriffe, die man sich einmal aneignen muss. Die sind bewusst neue Begriffe genommen, weil wir kommen auf so vielen verschiedenen Kulturen und dann Sprachübersetzungen, sodass, wenn man keinen neuen Begriff nimmt, man einfach sehr viele Missverständnisse haben kann. Und die muss man für sich als Entwickler auch noch übersetzen. Aber in diesem Muster ist das, glaube ich, relativ leicht, mal so einen Einstieg zu geben. Das ist so ungefähr wie, ich arbeite mit einer Software, ich habe eine Dokumentation davon. Auf einmal geht sowas nicht, wie ich das erwarte. Also das bedeutet halt, ich kann die ganze Zeit handeln, aber dann, wenn ich eine Spannung bemerke, also wenn etwas nicht funktioniert, dann versuche ich, das zu verstehen und schreibe ja dann als Entwickler oder Nutzer von dem Projekt ein Issue, weil ich eine Verbesserung haben möchte. Und das kann man halt übertragen darauf, was ist denn eigentlich die aktuelle Situation? Also das sind halt Hilfsmittel, so diese Fragen. Und welchen Effekt hat das Ganze? Was ist der Bedarf? Und was sind die Konsequenzen, wenn das behoben ist? Und das könnte man sich ja auch überlegen, dass man so einen Fragenkatalog ja auch hat, wenn man oder haben möchte, wenn jemand ein Issue schreibt. Das Issue wäre halt dann geschrieben. Das heißt, ich habe diesen Treiber verstanden und habe dann ein Issue geschrieben. Und dann kommt ja auf der anderen Seite dann erstmal die Frage, trifft das Issue eigentlich für unsere Software zu? Oder für die Software, dass man fragt sich, gehört die dazu? Oder passt das eigentlich zusammen? Und wenn das nicht, dann ist das ja ignorieren, dann würden wir im Issue-Tracker einen Reject von dem Issue machen. Aber vielleicht passt das ja auch zusammen. Und dann ist die nächste Frage, betrifft das eigentlich unseren Teil der Software, weil wir benutzen Libraries von anderen Softwarepaketen. Das könnte man als andere Domänen verstehen. Und dann würde man halt, wenn dieses Upstream gefixt werden müsste, das ja auch in Upstream weitergeben und dann verlinken mit dem eigenen Issue, sodass man weiß, wenn es Upstream gefixt ist, dass es ja auch unsere Software auch wieder besser ist. Und ansonsten, wenn man das halt ein gültiges Issue ist, dann würde es halt daran gehen, wie löst man jetzt, was ist die Reaktion, wie löst man dieses Problem jetzt? Wer macht den Fix? Oder gibt es schon einen Fix und man muss den halt beurteilen? Das ist also, im Prinzip ist dieses Muster, und die sind halt alle in dieser Weise aufgebaut oder ähnlich aufgebaut, und die können wir halt aus unserem Wissen halt, wie wir arbeiten, transportieren. Hier ist ein Muster, zum Beispiel Gruppenprozesse zur Entscheidungsfindung. Gleich mal was trinken.
da ist halt auch wieder, im Prinzip wird dieser Treiber vorgestellt. Man kann diesen Treiber dann auch noch diskutieren, ob der die richtige Formulierung das Richtige trifft. Man hat aber erstmal eine Übereinstimmung, einen Konsens, dass es das ist, was man beheben muss. Dann gibt es den Vorschlag, dann kann man da auch, ob man den Vorschlag versteht, man kann auch Einwände gegen den Vorschlag sammeln, Einwände integrieren. Ja, und das ist es dann schon. Dann hat man den Konsens und hat das Problem entweder schon durch den Vorschlag gelöst oder man muss eine anschließende Handlung dann dadurch rechtfertigen. Und was diese Gruppenprozesse, man kann sich nicht irgendjemanden suchen, der dann einfach da entscheidet, sondern man geht auch so vor, man wählt sich die Betroffenen aus. Man fragt die Betroffenen, die von der Entscheidung dann eine Veränderung haben. Die fragt man und deren Informationen trägt man zusammen. Und dadurch hat man auch automatisch direkt eine Gleichstellung und Verantwortlichkeit sicher, weil die tragen das ja mit, weil die können ja durch das Consent-Verfahren das mit Einwänden in die Richtung bringen, die sie auch gebrauchen können. Und bei Einwänden ist das auch schon mal so, dass man ja auch mal hinterfragt. Das machen wir auch bei Issues, weil man vielleicht eine unterschiedliche Denkweise hat und das nicht so transportieren kann, was das eigentliche Problem ist. Man arbeitet eigentlich das dahintersteckende Wissen auf, das in dem Einwand steht und kann das dann deswegen meistens integrieren. Wenn man vereinbart, Entschuldigung. Ich wollte mal eine Frage, also wenn ja ein Problem besteht, was gelöst werden soll und man das dann einreichen heißt, machen wir nicht, aber keine Zeit ist unwichtig. Das geht ja nicht. Das geht dann gar nicht. Genau. Es geht halt, es gibt die Möglichkeit, festzustellen, man hat ein, das ist ein aufeinander aufbauendes System. Man erkennt erstmal an, dass die Gruppe ein Problem hat. Dann müsste man da schon den Einwand haben, wir haben gar kein Problem, dann würde man ja nicht weitergehen. Ja, dann käme die Frage ist halt, was ist denn, wenn man das nicht lösen möchte? So ungefähr, ja. Und das ist halt ein aufeinanderbauendes Konzept. Man verständigt sich erst darauf, dass man ein Problem hat, das man lösen möchte. Wenn man da halt sagt, man hat kein Problem, dann braucht man gar nicht weiterzugehen. Und dann ist das viel schneller, als wenn man vorher in einem anderen Fall erst bis zum Ende, wie das häufig ist, dass man das diskutiert, dann Abstimmungen macht und dann sagen, Leute, das machen wir aber nicht. Den Punkt hat man nicht, weil man ist halt in den Kontext, den man das setzt, ist das halt, dass man zur Zusammenarbeit arbeiten möchte. Ja, man möchte weiterkommen. Und dann ist aber auch noch, was das auch noch berührt, ist halt, man kann bei den Vereinbarungen, die man entwickelt, hat man immer entweder ein Revisionsdatum, halbes Jahr, schauen wir uns das nochmal an, oder natürlich so lange, bis ein Einwand sagt, wir müssen das anders machen. Und das ist halt auch wieder aus Lean, halt, dass man sagt, um anfangen zu können, wie können wir loslegen, reicht uns diese Information? Wir fangen an, nennen das ein Experiment, dann evaluieren wir, ob das passt. Und wenn wir merken, dass das nicht die richtige Beschreibung war oder nicht die richtige Lösung, dann dürfen wir es auch weiterentwickeln. Und so geht es dann auch dahin, dass wir hinterher die richtige Lösung finden. Das Ganze geht so weit, also wir wenden das auch für Wahlen an. Ich hatte am Anfang so eine Skizze mit so einer Rollenbeschreibung aufgelegt und da stehen dann halt die Verantwortlichkeit, die Aufgaben, mit wem auch Kontakt aufgenommen werden muss und wie auch die Weiterentwicklung, die persönliche Weiterentwicklung, was man lernt dadurch, was Voraussetzungen sind. Und diese Rollenbeschreibung wird vorgestellt. Und dann ist Wahl nicht so, dass wir, wie wir das aus der Europawahl kennen oder anderen Wahlen, dass wir einfach quasi Stimmenprozente brauchen. Das ist halt anders. In der Rollenbeschreibung ist halt beschrieben, was wird gebraucht. Welche Person im Unternehmen, welche Eigenschaften würden gebraucht werden. Und dann nutzt man einfach die kollektive Intelligenz der Gruppe aus und sammelt Nominierungen.
Und diese Nominierungen funktionieren so mit einem Wahlschein, da steht drauf, ich, Reimer Bauer, nominiere Hans-Peter. So, und diese Wahlscheine werden erst einmal eingesammelt. Und dann fragt der Moderator mich, was sind deine Argumente, die dafür sprechen, dass Hans-Peter diese Aufgabe machen kann. Dann trage ich meine Argumente vor, entsprechend tragen meine Kollegen die Argumente für jemand anderen vor. Und der Moderator sagt dann halt, okay, das waren jetzt die Gründe, jetzt vielleicht noch eine Informationsrunde, hat jemand anderes noch was beizutragen? Und dann werde ich auch gefragt, ja, du hast ja jetzt auch die Argumente der Kollegen gehört, möchte jemand seine Nominierung ändern? Dann kann ich halt meine Nominierung zu einer anderen Person ändern oder auch nicht. Und dann ist das halt so, dass der Moderator die Argumente, die vorgebracht worden sind, zu den Personen wichtet und einen Vorschlag macht. Und dieser Vorschlag wird wieder zum Konsens der ganzen Gruppe gestellt. Das heißt, der Moderator sagt, für die gegebene Aufgabe von den Argumenten passen die zwei Personen, gibt es dazu einen Einwand. Und dann sind alle dazu gefragt, einen Einwand hervorzubringen. Und wenn kein Einwand erfolgt, ist das zu Ende. Dann haben wir die zwei Personen, die das Feedback auch von der Gruppe haben. Und natürlich können die zwei Personen auch sagen, sie haben einen persönlichen Einwand und können das nicht. Ja? Aber sie haben halt dann die Rückkopplung zur Gruppe, dass die Gruppe das unterstützt, dass sie das auch machen und dann entsprechend auch eine Entscheidung. Ja, da geht halt vor allen Dingen rein, dass man halt die Personen auch zu der Aufgabe bekommt, die das eigentlich lösen können, die halt von ihrer Fähigkeit und ihrem Wissen das lösen können. Und nicht halt irgendwelche Leute, die zufällig nur die lauteste Stimme haben. Ja? So, wenn man jetzt Kreise hat, die halt untereinander interagieren müssen. Man kann sich ja auch überlegen, man hat so einen größeren Kreis, der zum Beispiel Standardisierung von Hardware macht und der sagt, okay, wir sind der organisatorische Kreis, das macht und wir haben jetzt Drucker zum Beispiel, da brauchen wir einen weiteren Kreis. Dann muss natürlich der Wissenstransfer irgendwie bewerkstelligt sein und auch, dass halt nicht... Wenn jetzt der Drucker-Standardisierungskreis sagt, ja, wir teilen uns vielleicht nochmal, dann muss das ja auch in den anderen Kreis transportiert werden, damit der nicht auch selber auf die Idee kommt, für ein ähnliches diese Teilung auch nochmal sich zu überlegen. Ja? Das heißt, man kann halt einfach so eine Doppelbindung schaffen, dass man halt dann zwei Leute mit dem verschiedenen Wissen halt über die Organisation des Kreises und was da halt an Ideen sind, wie es weitergeht. Und dann durch die Consent-Entscheidung einfach sicherstellen, dass man nicht mehr Arbeit macht, als da in dem jeweiligen Kreis nötig ist. Sodass man die Aufgaben, wenn man halt dann weiß, das ist ein Thema, mit dem der andere Kreis sich schon beschäftigt, dann muss man sich da nicht auch noch mal gleichzeitig beschäftigen, sondern kann die Ergebnisse zusammentragen. Also diese ganzen Entscheidungsprozesse sind einfach auf Konsens aufgebaut. Bei uns auf der Arbeit war das so, dass im vergangenen Jahr durch den Vorstand die Aufforderung kam, sich Gedanken dazu zu machen, wie man die IT-Gremien im Forschungszentrum mit seinen 5.900 Mitarbeitern, wie man die weiterentwickeln kann. Und das war halt möglich, weil das Forschungszentrum vorher ein wertebasiertes Leitbild entwickelt hat. Das heißt, alle Mitarbeiter des Forschungszentrums haben sich halt über mehrere moderierte Sessions halt überlegt, was möchten wir eigentlich sein, wie wollen wir rüberkommen und was ist unsere Kernaufgabe und dass dieses Bild als Rahmen, das existierte. Und wir haben dann auf dem Campus mehrere Open-Source-Maintainer
Und die haben, dann haben zwei davon mit der Serviceleitung von einem IT-Service, also was nicht wissenschaftlich, also die Open Source Maintainer, die kamen aus wissenschaftlichen Instituten und die haben dann zusammen mit einer Serviceleitung, mit der Serviceleitung einen Vorschlag eingereicht, wie das weiterentwickelt werden kann. Und die Grundlage waren halt diese soziokratischen Entscheidungsfindungen und halt die auf Augen, gleicher Augenhöhe und dass die, dass die, dann wurden halt die Rückfragen, die dann halt durch verschiedenste Gremien dann dazu einkamen, die wurden dann da eingearbeitet. Das heißt, es kamen Einwände, dass wir müsstet, es waren keinerlei so grundsätzlich ablehnende Einwände, dass wir das gar nicht machen können, sondern so, ihr müsst noch das und das berücksichtigen und das, dann haben wir das eingearbeitet. Dann gab es auch ein Retreat dazu, das heißt mehrere, ich glaube 40 Leute aus den IT-Bereichen, die haben sich dann mit diesem Thema zusammengesetzt und dann halt die Eckpfeiler für einen Code of Conduct zusammengetragen. Und der ist dann, dann ist auch in dieser, aus dieser Gruppe ist dann eine weitere Gruppe, kleinere Gruppe benannt worden, die den auch ausgearbeitet hat. Und dann ist dieser Code of Conduct nochmal halt an die verschiedenen Organisationsstrukturen gegangen. Halt, wir haben halt im Vorstandsbereich oder verschiedene Institutsbereiche und hat denen halt die Möglichkeit gegeben, Einwände zu nennen und die sind dann integriert worden. Und dieser Code of Conduct ist dann am 1.1. dieses Jahr in Kraft getreten. Der ist jetzt halt bindend für alle Organisationsstrukturen in der Firma in Bezug auf die IT-Gremien. Also hier nochmal so ein bisschen so der Aufbau, was wir, wie wir so organisiert sind. Also wir haben halt zentrale und dezentrale IT-Dienstleister. Dezentrale IT-Dienstleister sind eigentlich Kollegen in wissenschaftlichen Einrichtungen, die tolle Software für andere bereitstellen, aber nicht diesen aus der IT-Service-Welt bekannten 24/7 oder irgendwas Vertrag halt auch noch anbieten, damit die dann entsprechend stark gewartet wird. Und jedes Institut hat bei uns RSI-Mitarbeiter, also Research Software Engineers-Mitarbeiter. Das sind entweder mathematisch-technische Angestellte oder Informatiker, die halt die Software auch mitentwickeln oder entwickeln, die in der Wissenschaft gebraucht werden. Und das heißt, wir haben sowohl ausgebildete Informatiker als auch Wissenschaftler, die sich sehr stark für IT interessieren. Und wir haben dann halt alle diese IT-Interessierten, die haben so gesehen, da haben wir den Wunsch, dass sie an dem IT-Forum teilnehmen, um da halt, damit wir gemeinsam IT-Bedürfnisse feststellen können und auch die Maßnahmen gemeinsam gestalten können. Wir nutzen als Kommunikationsplattform RocketChat, weil es eine sehr schöne Open-Source-Lizenz hat, und einen GitLab-Server. Und dann zum Austausch halt ein Treffen in realer Person, moderiertes IT-Forum. Übrigens, Moderator ist auch durch eine Rollenbeschreibung und durch das Consent-Verfahren benannt worden. Also es ist aus unseren Reihen sind Leute, die halt dann durch die Allgemeinheit als Moderator benannt wurden. Und wir haben jetzt, glaube ich, jetzt im September das 7. IT-Forum und so im Schnitt haben wir 50 Teilnehmer aus den Bereichen. Und alle Dokumente, die da geteilt werden, die sind halt über das interne GitLab dann allen Mitarbeitern im ganzen Campus verfügbar. Also nicht nur die, die dann gerade daran teilgenommen haben. Jetzt mal, ja, ich hätte gerne jetzt ganz große Kreise gemalt. Das ist halt das Schaubild, wie unsere Struktur ist. Das hier ist ein gigantischer Kreis, weil IT-Interessierte, können Sie sich vorstellen, sind im Forschungszentrum ganz viele. Wenn wir Themen haben, die relevant werden für alle, dann können wir halt Aktionskreise definieren. Da ist dann das Wissen zusammen, um auch dieses Problem zu lösen. Dann entweder das Problem direkt zu lösen oder halt einen Vorschlag auszuarbeiten. Falls ein Vorschlag halt eine größere Menge an Kapital braucht, dann würde das halt den Weg in den Lenkungsausschuss finden. Aber wir haben auch dadurch, dass wir ja ein Verteidigungs-
Know-how haben, sind wir auch häufig in der Lage, uns einfach gegenseitig zu helfen, sobald wir wissen, was das Problem ist, weil wir einfach ein sehr hohes Know-how auf dem gesamten Campus haben. Dann haben wir eine feste Stelle, IT-Koordinator, um halt einfach zu gewährleisten, dass auch dass es eine allgemeine Ansprechperson gibt für Themen, die an die IT-Gremien herangetragen werden und das dann auch entsprechend kommuniziert. Also IT-Koordinator ist so gesehen in all diesen also in allen Hauptkreisen, also im IT-Forum sowieso, aber halt Koordinierungsteam ist auch durch eine Rollenbeschreibung Mitglieder aus dem IT-Forum benannt worden. Und der IT-Lenkungsausschuss, der ist noch aus dem alten System. Also wir haben jetzt nicht das ganze Forschungszentrum transferiert, sondern also einen gewissen Teil, mit dem wir jetzt experimentieren, wie das funktioniert. Und der IT-Lenkungsausschuss, der ist halt durch die Gegebenheit, durch das Rechenzentrum, den Vorstand und halt einige Institute halt vorgegeben. Aber wir haben auch da das Modell angewandt, dass wir halt da diese Doppelbindung haben, dass wir eine Person aus dem Lenkungsausschuss ist in dem Koordinierungsteam und eine Person aus dem Koordinierungsteam ist in dem Lenkungsausschuss, damit wir halt auch da halt diese Möglichkeit haben, dass wir das alles kommunizieren können, was passiert. Was machen wir eigentlich? Wir stellen uns das Ganze so vor, wir sind jetzt lernend, weil wir fangen mit was Neuem an, mit Mustern. Und alle Entscheidungen fallen halt nach dem Consent-Prinzip. Und alle Wahlen, wenn wir auch Beteiligung an, weil andere existierende Gruppen, weil das hatte ich am Anfang, wir fangen halt an zu laufen, es gibt schon Strukturen. Letztes Jahr sind schon einfach Dinge in Gang gesetzt worden, wo heute Beteiligung gebraucht wird. Da benennen wir dann halt auch Beteiligte. Aber auch, das ist auch eine Rollenbeschreibung, sodass auch definiert ist, was die Erwartung an denjenigen ist, der jetzt bei einem Projekt mitarbeitet und auch wie die Feedbackrolle ist, also wie der Kommunikationsverlauf ist. Und wir feiern auch Erfolge. Wir haben zum Beispiel, kam von Supercomputing Center der Wunsch, dass wir eine Möglichkeit haben, ähnlich wie in Overleaf mit Share LaTeX, am besten in Overleaf zu arbeiten. Overleaf ist also eine LaTeX Collaboration Software, die halt die Firma Share LaTeX mit der AGPL Software inkorporiert hat. Und wir haben dann festgestellt, dass wir in einem der Departments Entwickler haben, die Share LaTeX so aufbauen konnten, dass sie eigentlich so arbeiten können wie bisher. Und durch dieses IT-Forum ist halt dann die Lösung direkt präsentiert worden. Wir suchen eine Möglichkeit, dieses Wissen entweder zu transferieren, dass wir das in einen zentralen Service integrieren, oder wir lösen es so, dass wir einfach mehr Benutzer in dem internen Service haben. Und wir haben jetzt halt unsere Kooperationspartner, die mit uns Veröffentlichung schreiben, bereits eingeladen, auf unserem System mit den Daten in Fortschritt, das Storage ist halt nicht in England, wie bei Overleaf, sondern nach deutschem Datenschutz und auch halt entsprechend in Deutschland dann gesichert. Und das macht halt für viele Dinge, wo man Veröffentlichungen mit gerade sehr neuen Themen hat, einen ganz großen Unterschied, das macht für viele Leute einfach einen großen Unterschied, wo sind denn meine Texte mit meinen Dingen und wer hat die Möglichkeit, da vielleicht einen anderen Nutzen zu ziehen. Also daher war halt der Wunsch, dass wir Share LaTeX lokal betreuen. Das haben wir jetzt, das ist zum Beispiel einer der Erfolge. Ich komme so langsam dem Ende entgegen. Ich weiß gar nicht, ich hoffe meine Zeit. Okay, also S3, Soziokratie 3, bringt einfach Ansätze, die wir aus der Softwareentwicklung kennen, in die Ebene der Organisationsentwicklung. Und man muss nicht alles auf einmal einführen. Genau die Muster, die man kann man einführen, wenn man sie braucht.
Und das heißt, man muss nicht ein Unternehmen auf einen Schlag in Soziokratie transformieren, sondern kann mit kleinen Teilen anfangen. Und diese Entscheidung im Konsensverfahren, also diese Wahlentscheidung, das ist eigentlich der größte Aufwand, ist eigentlich diese Rolle zu beschreiben, die darzustellen. Die Wahlen gehen eigentlich sehr, sehr schnell, weil wir auch dieses Wissen, was wir machen wollen, das ist sehr früh veröffentlicht im internen Netz, sodass sich die Leute auch Gedanken machen können, wer kann das eigentlich lösen. Und alle diese Entscheidungen sind halt auf Zeit getroffen. Und man kann sie halt, man weiß halt, wenn man einen berechtigten Einwand hat, dann werden die angepasst. Und daraus ergibt sich einfach, dass man die Möglichkeit des Entscheidungstreffens halt in den Verantwortungsbereich bekommt. Und die Mitarbeiter und Teams sollen da auch Entscheidungen treffen. Und das ist halt ein großer Unterschied zu der anderen Struktur, wo man ausschließlich die Entscheidung da trifft, wo die Macht herrscht. Und man muss halt das Wissen halt dahin transportieren, meistens sehr komprimieren. Und ist meistens ein Zeitfaktor, weil natürlich dadurch, dass die Anzahl der Personen in der Hierarchieebene immer weiter abnehmen, haben die halt nicht beliebig viel Zeit, beliebig viele Termine zu geben. Dadurch sind diese Prozesse, die man damit macht, insgesamt halt schneller. Vielleicht braucht man mehr Prozesse dann oder schneller mehrere Entscheidungen hintereinander, aber insgesamt ist man da, hat man einen Vorteil. Oh, da ist jetzt, sag mal, das ist ein LaTeX-Fehler und das ist natürlich schön. Okay, steht da jetzt. Ich glaube, wenn ich es hochlade, werde ich das fixen. Also jede Organisation ist einfach anders. Wähle einfach das aus, was du verwenden kannst und lass dich inspirieren. Es gibt, ich hoffe mal, auf der nächsten Folie ist das gut. Ah, sehr schön, das ist die wichtige Folie. Es gibt eine ganze Menge Material im Netz. Das ist halt toll, wenn etwas Creative Commons ist. Ich habe mal so, was ich halt an Informationen genommen habe. Das hier ist da oben, ist das Business Magazine, was festgestellt hat, 2016, Open Source ist überall. Die Kathedrale und der Bazar, den Artikel, den kennt ihr alle. Die Unabhängigkeitserklärung aus dem Cyberspace, von 1996 im Heise Verlag. Nach so vielen Jahren ist das immer noch online, hervorragend. Dann Frédéric Laloux, das kann man als PDF, als Kindle, als Buch, als Neuauflage lesen, ist sehr lesenswert. Das ist einfach eine andere Anschauung halt in eine Weise transportiert, dass die dann auch vielleicht beiträgt, dass wir andere Probleme noch lösen können. Soziokratie3.0.org oder patterns.de, die gibt es in verschiedenen Sprachen, also Englisch und Deutsch. Dann nochmal verschiedene Definitionen und Lino Zettis, der hat sehr viel Trainingsmaterial zu Soziokratie 3 auf YouTube abgelegt. Der ist auch Trainer halt davon, wie einige andere auch. Und ja, da, wenn euch das interessiert, diese Beiträge von ihm, er hat da so eine kleine Serie von 5 oder 6 Beiträgen, 5 Minuten gemacht, um einzelne Dinge aus der Soziokratie einmal zu erklären und wie das funktioniert und was er auch so da Erfahrungen schon mitgemacht hat. So, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Mikrofon gibt, aber... Ah, okay. Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um noch ein paar Ergänzungen zu machen. Und zwar gibt es nämlich eine, also zum Ersten gibt es gerade für die ganzen sozialen Sachen gibt es eine sehr schöne spieltheoretische Spielesammlung unter ncase.me. Die sind auf jeden Fall sehr gut zum Thema beispielsweise zu den
Netzwerke bilden, wie da Entscheidungen zustande kommen oder auch wie man wie die das eine oder andere Wahlsystem funktioniert. Eine andere Sache, gerade wo es zum Thema Konsensieren geht, es gibt eine Seite, die nennt sich skprinzip.eu, da geht es halt um systemische Konsensieren, um systematisch einen Konsens zu finden, der halt für alle okay ist und in der Hoffnung, den bestmöglichen Konsens zu finden. Konsens oder Konsens? Konsens heißt okay. Das in dem Fall. Ja, okay. Vielleicht noch, ja. Ja. Und dann, weil es einfach nur zum Thema passt, habe ich hier noch, es gibt die Gemeinwohlökonomie, die sich auch sehr stark mit dem thematisch auseinandersetzt, mit dem, wie Firmen intern arbeiten, wie die Strukturen da drin sind. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Thema, mit dem man sich weiter auseinandersetzen kann. Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich hab eine Frage oder vielleicht auch eine Anmerkung. Wenn Entscheidungen da getroffen werden, wo das Wissen ist und nicht die Macht, inwiefern besteht dann denn die Tendenz, dass die neue Macht da ist, wo das meiste Wissen ist? Die Tendenz da ist, wo das neueste Wissen ist. Also ich kann die Frage vielleicht anders formulieren. Ich weiß nicht, was? Also ist jetzt unterschieden zwischen Macht und Wissen. So, ja. Wenn in Zukunft Entscheidungen da getroffen werden, wo das Wissen ist, dann sind das ja die Beeinflusser. Und da, wo ganz viel Wissen sich angesammelt hat, müsste sich ja dann danach auch ganz viel Macht ansammeln. Oder gibt's da Gegenströmungen, die dafür sorgen, dass das Wissen gut verteilt ist? Also es ist ja nicht, es gibt ja nicht nur ein Thema. Das heißt, zu unterschiedlichen Themen können verschiedene Kollegen beitragen. Und die Entscheidungen sind halt auch dadurch, dass sie nicht jetzt für die nächsten 5 Jahre sind, sondern einen viel kürzeren Zeitraum sind, wo die evaluiert werden, dann kann man halt da auch feststellen, das war gar nicht die richtige Entscheidung, nicht der richtige Weg. Man kann einen anderen Weg wählen. Und es ist natürlich auch in unserem, wenn ich das nochmal auflegen würde, wir haben halt Möglichkeiten, Entscheidungen in dem Bereich des IT-Forums zu treffen, müssen aber, wenn wir Entscheidungen, die halt viel mehr Ressourcen brauchen, natürlich bei uns auch berücksichtigen, was der Lenkungsausschuss und der Vorstand dafür, die Interessen dafür da sind. Das heißt, wir müssen dann auch noch da den Weg gehen, dass wir das Wissen halt dahin transportieren und da die Entscheidung. Aber wir haben halt im Gegenzug dazu die Möglichkeit, alles, was wir, wo wir uns selber helfen können, halt das dann auch umsetzen zu können. Das ist die Veränderung eigentlich, die in unserem Experiment im Moment ist. Und wenn das sich weiterentwickelt, entwickelt sich vielleicht mehr so, dass wir vielleicht mehr Möglichkeiten haben zu entscheiden. Aber das ist noch in Zukunft. Ja, wir haben jetzt immer noch den Lenkungsausschuss. Das heißt, wenn wir Dinge, wenn wir eine neue Maschinenhalle oder irgendwas brauchen, dann können wir das nicht einfach entscheiden. Ja. Hier vorne war noch. Ja. Ich habe mal. Ist das an? Ja. Ja, okay. Ich habe mal ein paar ganz praktische Fragen. Es gibt ja in Firmen regelmäßig Probleme mit Mobbing oder introvertierten Leuten oder Streitigkeiten. Gibt es in der Soziokratie Regeln, wie man damit umgeht? Also zum Beispiel, wenn der Experte entweder total introvertiert ist und eigentlich kaum den Mund aufmacht, oder wenn das ein Mensch mit autistischen Zügen ist, der eigentlich gar nicht kommunizieren kann mit anderen Leuten, sondern mit Ironie oder mit anderen, mit die Sachen nicht richtig interpretieren kann, weil er das nicht. Also ich würde mal, also auch aus meiner Erfahrung heraus bei Open Source ist das ja auch so häufiger schon mal das Problem, dass man einen super tollen Entwickler hat, der aber nicht mit den anderen Entwicklern klarkommt. Ja, das ist ja das gleiche Muster eigentlich. Aber das, im Kollegenkreis hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, einen Einwand zu formulieren. Das ist ja, wir haben die glückliche Situation, dass wir immer mehrere haben, die auch da möglich sind, die Aufgabe zu tragen.
Und wir können auch häufig, ist keine Limitierung, dass man genau nur eine Person sucht, sondern dass man kann dann halt auch den Einwand hervorbringen, dass dieses Thema besser mit zwei Personen oder mit drei Personen besetzt ist. Wenn sich drei melden, kann der Moderator auch den Verantwortlichen fragen, hast du einen Einwand, wenn wir drei nehmen? Dann hebt sich das Problem ja schon viel ganz anders auf. Gibt es auch so eine Art Regeln, dass man darauf achtet, dass die Leute sich nicht selbst ausbeuten? Weil gerade wenn man für eine Sache brennt, tendiert man ja dazu, sich völlig auszubeuten und dann irgendwann zusammenzubrechen. Ja, also wir haben die Aufgabe mit Augenmaß, das ist ein Teil der Arbeit des Koordinierungsteams, mit Augenmaß darauf zu achten, dass wir nicht zu viele Aktionskreise gleichzeitig haben und auch nicht, dass alle alles machen. Also das ist die Aufgabe, dass wir halt versuchen, das ist ein Prozess des Selbstregulierens, des Lernens. Und wir haben damit also in einem viel größeren Kontext angefangen. Bei einem Open-Source-Projekt, was man selber startet, hat man das in einer gewissen Weise auch. Es ist aber nur ein viel langsamerer Prozess. Jetzt haben wir ja einfach die ganze Firma zusammen. Die sind ja schon da. Ja? Und da ist das halt auch. Ich würde sagen, noch eine Frage. Ich habe schon das Endeschild. Das Forschungszentrum Jülich ist ja ein im Grunde doch hierarchisch strukturiertes System aus Forschungsthemenfeldern, die dann in verschiedenen Instituten abgearbeitet werden. Wie sieht denn jetzt die Zukunftsperspektive aus? Wie können die ersten Erfolge, die Sie hier mit S3 gemacht haben, in andere Bereiche übertragen werden? Gibt es da Planungen zu? Nicht direkt Planungen, aber es ist so, dass verschiedene Bereiche durch dieses Material schon so fasziniert sind und einfach auch in ihren Arbeitsgruppen das ausprobieren. Das ist auch das Tolle daran, man muss gar nicht der Vorgesetzte oder der Institutsleiter sein, um das auszuprobieren. Man kann einfach diese Techniken auch mal einfach in sein nächstes Arbeitsmeeting nehmen und mal schauen, ob das irgendwas verändert. Also das ist halt sehr schön skalierbar bis in sehr kleine Ebenen, kann aber auch halt bis zu großen Organisationen gehen. Und ja, wir experimentieren jetzt. Ja, das ist jetzt erstmal halt die Situation der IT-Gremien. Wie das Experiment ausgeht, das kann ich vielleicht nächstes Jahr erzählen. Okay, ja.